Liebe rotarische Freundinnen und rotarische Freunde, liebe Partner und Unterstützer, obwohl das rotarische Jahr erst ein halbes Jahr andauert, ist der kalendarische Jahreswechsel für den Club auch immer ein guter Zeitpunkt zurückzuschauen. Gerne sind wir Menschen zur Seite gestanden, die in Not geraten sind, die an schweren Krankheiten litten, die verfolgt oder misshandelt wurden oder mit schwierigen Lebensverhältnissen zu kämpfen hatten. So haben wir mehrere Tafeln im Landkreis unterstützt. Wir haben dem Weißen Ring geholfen, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu thematisieren, einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Wir unterstützen in Folge den Unterricht zur Suchtprävention an Schulen und beteiligen uns wieder am Reiler-Seminar auf dem Arber zur Förderung von Jugendlichen. Längst bekannt sind auch unsere weihnachtlichen Wunschpakete für bedürftige Kinder. Der Club engagiert sich gerne für hilfsbedürftige Kinder und Familien und ist überzeugt, mit seinem Hilfsangebot richtig zu liegen. Wir sind überzeugt, dass unsere Hilfe trotz aller sozialstaatlichen Maßnahmen auch in Zukunft weiter gefragt und willkommen ist. Und wir bemühen uns deshalb, unsere ehrenamtliche Arbeit auszuweiten, zu verbessern. Im abgelaufenen Jahr 2018 sind uns dabei viele Freunde, Partner und Spender zur Seite gestanden. Das wissen wir sehr zu schätzen und danken Ihnen sehr herzlich dafür. Im Jahr 2019 darf man natürlich selbstverständlich auch auf uns zählen, um unserer Mission nachzukommen, nämlich Menschen zu helfen, die sich nicht oder nicht mehr selbst helfen können. Brauchen wir weiterhin auch Ihre Unterstützung, liebe Freunde, Partner und Gönner, als Förderer, Kooperationspartner und Spender. Darum möchte ich Sie hier sehr herzlich bitten. Und nun wünsche ich Ihnen gemeinsam mit dem Rotary Club Freyung Grafenau ein gutes, gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019. Ihr Lothar Schreiner.